Liegt nicht an YouTube oder so, es ist von diesem Spiel her so. Gut, vielleicht haben wir in der nächsten Stadt ein bisschen mehr Glück. Nein, Moment, was machen wir denn? Wir sollten eher da rüberlaufen. Das wäre taktisch klüger. Weil jetzt waren wir ja in Palovo oder wie es hieß? Pavlovo oder irgendwie sowas. Und die nächste Stadt, die dann nämlich kommen würde, wäre nämlich dann Zelengorsk. Zelenogorsk? Ja, irgendwie sowas. Und diese Stadt ist wieder ein Zacken größer und da dürfte es, glaube ich, auch einen Supermarkt geben. Und da, wo es einen Supermarkt gibt, oder halt in einem Supermarkt gibt es auch Essen und Trinken. Die suchen uns immer noch. Das ist schon ziemlich krass. Da oben sind Stromleitungen, also ist da oben ein Haus. Das ist ein Haus. Es ist halt die Frage, wie weit wir jetzt schon von ein paar Pavlovo weg sind. Ja, aber wir können ja mal gucken. Bis jetzt sieht das Ganze auch ziemlich zombiefrei aus. Aber es sieht nicht so aus, als ob es ein Haus ist, wo man rein kann. Eine Scheune wäre genial. In der Scheune gibt's eigentlich immer Waffen. Oh Mann. Ja, doch, wir sind jetzt schon ein kleines Stückchen weiter weg. Und da ist ein Zombie. Mann, das ist schon wieder Kacke. Was machen wir denn jetzt? Ah, da war ein Wald. Ich krieg's nimmer. Ja, das ist alles für ein Gebiet, wo es nichts gibt. Naja, toll. Und wir laufen. Und wir laufen. Aber in der nächsten Stadt, in Zelenogorsk, gibt's, glaube ich, kein Krankenhaus. Ich lasse den Knopf los und er guckt. Nein, ich habe einen Bug. Ich kann immer nach vorne gucken. Nein, hör auf. Na toll. Es kann sein, dass ich verblute, weil er mich gerade geschlagen hat. Ja. Das Spiel ist, dürfte jetzt, glaube ich, nicht mehr in der Alpha sein. Das war vor kurzem in der Alpha, jetzt ist es in der Beta. Ja, aber es gibt halt noch, trotz alledem, noch eine ganze Menge Bugs. Also so kleine Käfer, wisst ihr schon, ne? Die so überall so rumkrabbeln und... Die so klein und so knuffig sind. Ja. Das war jetzt mein Kackbug. Also ich denke mir so, ja, hier, ich renn halt mal ein Stück, und dass so die Zombies halt angucken, wie sie so unter uns herrammeln. Und dann, ja, kann der Typ nur mal gerade ausgucken.
Und ich habe auch jetzt die Orientierung verloren. Ja, das ist natürlich jetzt alles ein bisschen doof. Und wieso können wir den von vorne angucken? Hey! Nein, der Bug ist immer noch da. Na toll. Hallo. Geht's jetzt wieder? Ja, ich habe keine Ahnung, was ich gedrückt habe, aber es scheint zu funktionieren. Cool. Orientierungslosigkeit ist immer noch voll vorhanden. Der Magen hängt uns in den Kniekehlen. Wahrscheinlich, weil ich so die ganze Zeit zu viel renne. Hallo? Renn. Komm, du hast noch genug Blut. Ah, okay. Nein, doch nicht. Renn! Ganz, ganz schlimm. Hört ihr das? Oh nein, ich habe die Feststelltaste gedrückt. Welche ist es? Was Minus? Nein. Ups. Ja, jetzt geht's wieder, okay. Ist das hinten ein Haus? Genial. Wir haben ein Haus gefunden. Die Orientierungslosigkeit hilft mir jetzt auch nicht wirklich so sehr. Okay, aber die Gegend sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus. Aber es ist eine Scheune. Genial, genial. In einer Scheune gibt es, wie schon gesagt, meistens Waffen. Jetzt müssen wir nur zusehen, wie wir in diese Scheune halt reinkommen. Und das Blöde ist, wenn dann da drinnen noch ein Zombie ist, dann haben wir halt, halt ein bisschen die totale Arschkarte. Aber egal. Okay. Okay. Hier liegt eine Leiche. Ja, natürlich. Was ist das? Es ist kein Survivor, es war ein Zombie, definitiv. Ah, Knochenbruch? Nee. Aber ich blute. Oh Gott. Bandage. Und der Rest ist ziemlich Müll.
Nein. Da sind wir bewusstlos und der Zombie dürfte sich theoretisch an unserem Fleisch laben. Ja, gut. Hört ihr das? Was ist das? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da wird auch gerade noch ein anderer Spieler mit aufgefressen. Oh Mann. Ganz schön hart das Spiel. Lade deine Axt nach, Mann. Den nehmen wir noch mit. Und den auch. Bluten wir? Nein. Wir sind soeben gestorben. You are dead. Gut. Das war's dann mit der ersten, ja, wie soll ich sagen? Mit dem ersten Überlebensversuch in DayZ. Eventuell werden vielleicht noch weitere Folgen. Mal sehen, vielleicht halten wir das nächste Mal länger durch als, keine Ahnung, wie lange das ist das jetzt ungefähr, keine Ahnung, 40 Minuten, 40, 50 Minuten. Gut, wir waren jetzt ein bisschen besser wie der Durchschnitt, weil der Durchschnitt liegt bei 28 Minuten oder so, Überlebenszeit. Egal. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Auf... Oder halt beim nächsten Mal von DayZ, das Überlebenscamp schlechthin. Kann ich euch nur empfehlen, kostet im Monat 450 Euro. Essen und Nahrung müsst ihr euch natürlich alles selber holen. Ist in Russland, also müssen wir nur mal fix nach Russland reisen. Aber es ist schon interessant. Okay, Spaß beiseite. Bis zum nächsten Mal. Mit trauriger Geigenmelodie im Hintergrund verabschiede ich mich.